Ich will jetzt gar nicht mehr weiter irgendwas hier. Ich bin so ins Wasser gesprungen worden. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, aber jetzt habe ich halt doch was gesagt. Ich will jetzt das Wort direkt an den Gastgeber, an Lars Ruppel überreichen. Und ja, viel Spaß. Vielen lieben Dank. Wir hören jetzt erstmal vier Poeten, machen eine Pause, dann nochmal vier Poeten, dann das Finale der besten zwei. Und diesen Reigen wird eröffnen aus Frankfurt der großartige Florian Ziesley. Jetzt brennt der Indianer. Jetzt kennt der Indianer wirklich keinen Schmerz. Wir sind gerüstet für den Krieg um Anerkennung. Ertragen den Druck mit dem Schluck aus der Hausapotheke, dem Griff ins Ersatzteillager. Verlassen uns für die eitlen Ruhmeshallen von allen guten Lebensgeistern. Um dieses Erster, Zweiter, Dritter hier zu meistern, wir sollten mal was machen lassen. Hier ein wenig weniger und da wesentlich mehr. Ich würde hier sehr gern mal was machen. So ein kleiner Eingriff müsste her. Dankeschön. Der zweite im Wettbewerb, Christian Offe. Ein Gedicht für die eine, so rostbraune Ranke. Rundlich Form und dennoch schlanke, schalig, schüchtern, hartkernig, holde. So wunderschöne Schalendolde. Du deftig, duftend, derbe Dirn. Ich bin Feuer, komm ich schüren, will Wachs in deinen Händen sein, will Schwein sein für die Schweinereien mit dir, du Drecksau. J.J. Glünderlin. Wir gehen an einem billig bunten Ikea-Kronleuchter, der aus irgendeinem Grund auf Kniehöhe hängt, vorbei und stehen in der Herrenabteilung, die hier Dudes heißt. Der Laden ist eng, die Musik ist laut, richtig laut, es ist dunkel, es riecht überall nach billige Parfums, wie ein Puff. Schon kommt die erste Nutte auf uns zugeschossen. Ein typischer Men's Health-Abonnent. Er sieht aus wie die Mischung aus der 2014er Version von Aaron Carter, Casper, einer antiken Statue und Ken. Der Text trägt den Titel Guideline zum Erfolg. Schritt 1. Sei auf keinen Fall du selbst. Mach dir klar, dass du ein Idiot bist und du bist ein Idiot, sonst bräuchtest du ja keinen Ratgeber, der dir sagt, dass du kein Idiot bist. Wenn du kein Idiot sein willst, tu Folgendes. Gib vor, jemand anderes zu sein, am besten jemand, der kein Loser ist. Werde dir darüber im Klaren, dass du dein Problem bist und entledige dich deiner eigenen Person. Imitiere das Verhalten sympathischer Menschen. Imitiere das Aussehen attraktiver Menschen. Imitiere das Einkommen reicher Menschen und du bist einen Schritt weiter auf dem Weg zu einem völlig neuen Selbst. Einem Selbst, das sich nicht länger mit Versagern wie dir abgeben muss. Phase 2. Felix Lobrecht, den ersten Mann im Wettbewerb. Und ich hab's mit Hobbys probiert. Dachte mir, Bumerang werfen. Wär doch klasse. Hab mir dann auch einen Bumerang gekauft. Hab auf der Wiese, einmal geworfen, weg. Oder kommt er da hinten wieder? Nee. Weg. Pauline Fühl! Wendy, Darling. Wenn die Flucht nach vorn der letzte Ausweg ist, um Land zu gewinnen. Wenn jeder Wegweiser flüstert, geh nirgendwo hin, geh nimmer wohin. Wenn nichts Gutes ist an diesen Dingen, dann hilft nur Anlauf nehmen und springen. Wenn früher dein Plan war, mit Peter Pan fortzuziehen und jetzt deine Zeitbombe im Herz lauter tickt als die Uhr bei den Krokodilen, da musst du aufhören zu fragen. Da musst du Anlauf nehmen und fliegen. Sylvie Le Bonheur sitzt in einem Café, liest ein Gedichtband und tut so, als würde sie sich einen Text selber ausdenken. Trinkt dabei einen Cappuccino, traute sich nicht, eine Latte zu bestellen, weil sie das irgendwie doppeldeutig findet, weiß, dass das ein ganz schlechter Karlauer ist, freut sich, wenn man trotzdem lacht, ist aber nicht darauf angewiesen, Sylvie Le Bonheur ist cool genug, schlechte Witze zu reißen. Jule Weber! Jeden Morgen geht Holger ins Büro. Dann sitzt er da 8 Stunden an seinem Schreibtisch und es geht Mausklick, Telefon, Mausklick, Telefon, Mausklick, Telefon, Mausklick, Mittagspause. In der Mittagspause isst er das Salamibrot aus seiner Tasche. Dabei starrt er aus dem Fenster rüber aufs andere Bürogebäude und manchmal steht er sogar auf und geht ans Fenster ran, ganz nah an die Scheibe, damit er sehen kann, welche Farbe der Himmel darüber hat. Holger mag den Himmel.
Dann ist die Mittagspause vorbei, er setzt sich wieder hin und es geht Mausklick, Telefon, Mausklick, Telefon, Mausklick, Telefon, Mausklick, Feierabend. Nur eine Dichterin hat diesen Sieg verdient, hat es verdient, den heute ins Leben gerufenen Jean-Peter Literaturpreis zu tragen, der dargestellt wird durch diese Plakette. Jule Weber! Ha ha ha!